Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Uranium. Wir sind nicht im Haus oder in Wohnung oder im Hotel. Nein, wir sind in einem luxuriösen Schiff. Oh, man kann man sogar Pokémon wechseln? Tatsache! Aber ich will noch nichts davon tauschen. Sondern ich werde natürlich hier ein paar Trainer kämpfen. Wahrscheinlich auch gegen Theo. Okay, dann sag mal, was du drauf hast, Theo. Oh, schon wieder Aften. Los geht's, Tyranno. So, Flammrad. Oh. Das war wahrscheinlich ein Spiegeltrick. Spiegeltrick! Ja, so können nur Vogel-Pokémon normal Spiegeltrick. Ah, wieder ein Spiegeltrick. Also, du machst das gleiche hier Flammrad. Aber. Ah, nee, Spiegelwirrwarr. Oder Spiegel. Okay, oh. Das ist so ein schwieriges Wort. Das ist irgendwie so eine Spiegelattacke von Moin genau. Wahrscheinlich. Spiegeltrick. Ich dachte schon, das wäre ein Spiegeltrick, aber... Okay, Mankey Level 22. Oh oh. Ich glaube, es kommt die Schnecke. Die Schnecke kommt. Die weiterentwickelte. So, jetzt erstmal Konfusstrahl. Ja, der schlägt sich selbst. Sehr gut. Im letzten Part war es echt nervig, dieser Kampf gegen eine Arenaleiterin mit den ganzen Wasser-Pokémon. Aber dafür können wir mal wieder ganz normal kämpfen. Oh, das sieht gut aus. Oh. Okay. So. Steckt sich wieder selbst. Nein. Schlammbombe. Oh oh. Das war knapp. Das war knapp. Bitte haut sich selbst. Ja! Super! Der haut sich selbst. Oh, das ist so nervig, wenn er immer ausfällt, sein Kampf. So, Megasauger. Sehr gut. So, Sabeljau wurde besiegt. Was kommt da? Lunapop. Na dann. Paralysch. Du bist dran. Dieser Hund. Also eher gesagt, dieser Mondhund. So, versuchen wir mit den neuen. Es ist wahrscheinlich. Oh, Bodyguard. Aber es hat nicht geklappt. Oh, Aeroass war das. Das war Aeroass. Das ist auch eins der coolsten Attacke. Bodyguard oder Wildguard. Hat nicht geklappt. So, mit Aeroass wurde
besiegt. So, was kommt da? Spritzi! Spritzi! Wir bleiben mal kurz mal. Ein Parfi! Ein Parfi! Aus Pokémon X und Y! Ich wusste gar nicht, dass es auch Pokémon gibt, die von X und Y kommen. Alter! Ein Parfi! Und schon besiegt. Sehr gut. Da ist wahrscheinlich hier Metal Links. Das bedeutet nichts Gutes. Das ist wahrscheinlich die weiterentwickelte Form von den Katzen-Pokémon. Bleiben mal, wir haben ja Feuer. Ja, das ist die weiterentwickelte Form von dieser Pflanzenstahlkatze. Das ist jetzt ein großer Katze geworden. Und. Ja, mit One-Hits! Sehr gut. Und Level 26, Party. Und Mankey erreicht Level 23. Das wäre die weiterentwickelte Form von den Katze. Natürlich ist es fair. Oh. Mankey entwickelt sich immer noch nicht. Okay, dann lassen wir dich allein. Jetzt gehen wir erstmal in mein Zimmer. Heilen wir uns erstmal. Warte. Ich muss erstmal hier ins Bett gehen und heilen. Nur unten habe ich noch nie erkundet. Ich will noch hier erkunden. Oh. Bist du wahrscheinlich der Captain? Ja, du bist der Captain. Das sagt mir nichts. Okay, gehen wir wieder zurück zum Eingang, also zum Ausgang. Okay, gehen wir raus. Oh, Route 8! Wir sind wieder in der neuen Welt. Oh, du bist wahrscheinlich ein Ranger, oder? Ja. Du bist ein Ranger. Du bist wahrlich ein Schüler? Oder ein Kleiner? Miracle Seed. Okay, dankeschön. Oh, die Musik ist es so freundlich. Die Musik hört sich so freundlich an. Oh, du willst wahrscheinlich kämpfen, oder? Nö. Du willst nicht kämpfen. Oh. Hohe Gräser wahrscheinlich. Ja, dann gehen wir mal rein und gucken wir, was für Pokémon begegnen. Ah, Barshorn. Dieses Pokémon haben wir schon. Aber ich will natürlich auch andere Pokémon begegnen, nicht nur Barshorn. Oh, ein Baumball! Baumball aus Schwarz und Weiß Edition. So, schwächen wir erstmal. Oder du machst One-Hit. Ich wollte es mir auch fangen und direkt ins Pokédex eingeben.
Oh, was ist das für ein Haus? Oh, süß! Ein Voltilam! Mie! Ui, gibt's überall hier. Oh, ein Ultraball? Wahrscheinlich ein Hyperball, oder? So, gehen wir erstmal ins Haus rein. Eine alte Dame. Oh, okay, die heilt Pokémon. Obwohl, ich bin ja voll geheilt. Ich bin ja eigentlich voll geheilt. Aber trotzdem, Dankeschön fürs Heilung. Okay, hier lebt ein Barschorn und Wurmball. Was leben eigentlich noch für Pokémon? Ah, ein Rattan. Den habe ich schon. Ein Rattan. Tor. Hier lebt einfach ein Rattan. So, was kommt da? Oh, wieder ein Bomboll. Aua, versuchen wir mit dem Blut mal ein bisschen, weil ich möchte das noch fangen. Durch bitte. Ja, er hält aus. Ist es nicht wie oder? Ja, er hält es aus. Na dann, Rucksack. Ja, Ultraball ist ein Hyperball. Okay, dann Superball. Let's go. 1, 2, 3 und yeah. Oh, wahrscheinlich ist dieser Wurmball-Typ, ja, Pflanze-Fee. Nein, ich werde das nicht den Namen nennen. Okay, jetzt gehen wir mal kurz mal hier hoch, weil hier ist auch noch ein Weg lang. Obwohl hier wilde Pokémon lebt, leben manchmal auch hier kämpferischen Trainer. Oh, da sehe ich schon Trainer. Unser erster Trainer in einem Route 7. Route 7, sage ich Route 7, Route 8. Und es ist. Oh, ein Wurmball. Die ich auch eins habe. Also, die ich auch eins gefangen habe. So, jetzt Flammerad. Wart's nochmal ab, Theo. In Mainz wird auch natürlich entwickelt. Oh, Gigasauger. Gigasauger. Alter Schwede. Erst Bunz Megasauger und dann Gigasauger. Das war ein Fehler. Ich bin von Typ Boden. Also ich bin von Typ Feuerboden. Das war für dich ein ganz großer Fehler. Aber ich wechsle mal Pokémon zu Talad. Damit ich mal Intensität mal hinzufügen kann. Wahrscheinlich Donnerschock. Nein, Ladevorgang. Der setzt Ladevorgang ein. Damit seine Spezialverteidigung oder Defensive. Keine Ahnung, was. Ich kann nicht so gut in Englisch. Okay. Intensität Stärke 5. Es war nicht zu stark. Boah, der macht noch mehr hier elektrische Power. Und außerdem, du kannst mit Elektro nicht anfangen, weil ich bin von Typ Boden. Stärke 8. In der letzten Part hatten wir das erste Mal bei Intensität Stärke 10 gehabt. Das ist wirklich eins der seltensten Spektakel. So, jetzt. Ah, jetzt setzt er seinen geschwächte Wurmball rein. Na los, Palish. Der Feuervogel. Und setze
Eroas. Und besiegt. Wundervoll. Oh, der hat noch ein Pokémon. Aethon. Nee, bleiben wir mal. So, Flammenwurf. Ui, der ist auch auf Level 26, wahrscheinlich Spiegel-Care oder Spiegeltrick. So. So, Flammenwurf eingesetzt und schon besiegt. So, Mankey reicht auch Erfahrungspunkte. Und wahrscheinlich diese Radfahrerin ist ein Gegner, oder? Ja. Und Training, okay. Ah, eine Radfahrerin. Knietmank. Oh, und der ist sogar auf Level 27. Dann wechsle ich mal mein Pokémon zu Terlat, weil er wird wahrscheinlich der Donnerschock einsetzen. Obwohl mein Tyranno und Terlat ist auf dem Boden und das trifft ja keine Wirkung. Oh, Kick Attack. Bei Elektro zu Boden hat er keine Wirkung. So, Intensität. Oh, Quick Attack wieder. Knietmank haben wir auch gefangen, aber in radioaktiven nuklearen Form. Okay, das war Intensität Stärke 6. Aber trotzdem haut es echt ganz schön um. So, nochmal Intensität. Quick Attack. Immer mit seinem Ruckzuck-Hieb. Und Stärke 9. Und Kindmonk besiegt. Tyranno erreicht Level 25. Magnitude. Muss mal gucken hier. Ach so, Intensität. Der erlernt jetzt auch Intensität. Okay, kann ich gerne gebrauchen. Für so ein Dinosaurier. Palish. Okay. Bleiben wir mal. Dieser Feuervogel. Na dann. Dual Job. Und trotzdem haut das auch ganz schön um. Ah, Dual Jump, also Double Jump. Oh, Flammenwurf. Obwohl, ich bin von Typ Drache. Das ist ja auch nicht sehr effektiv. So. Das ist auch besiegt. Und Mankey erreicht Level 24. Und Mankey entwickelt sich immer noch nicht. Oh. TM28. Container Dick? Ich habe keine Ahnung, was für eine Attacke ist. Du wirst wahrscheinlich nicht kämpfen, oder? Nö, der will nicht kämpfen. Und hat einen Voltilam noch dabei. Das ist auch sehr schön. Oh, die Züchterin will wahrscheinlich kämpfen, oder? Ja, die will kämpfen. Ja, ein Farmerin. Oh, die weiterentwickelte Form von Tangoon. Ich
bleiben wir kurz mal, weil nicht so riskant. So, Flammrad. Biss. Das tut weh. Und besiegt. Verflixt nochmal. Okay, Mankey. Enttäusch mich nicht. Obwohl er vier Level höher ist als du. Setze Karate-Schlag ein. Biss. Tut weh. Bitte, bitte schreck dich nie zurück. Schreck dich nie zurück. Jawohl, Karate-Schlag. Karate-Schlag. Oh, One-Hit wahrscheinlich. Nein, nie wirklich. Nicht wirklich One-Hit, aber Karate-Schlag tut auch ganz schön weh. Weil der zur Hälfte normal und unlicht ist. Oh, oh. Okay. Karate-Schlag. Oh, yes. Mankey, du machst das super. Oh! Die hat nur eine? Okay. Das kam ja unerwartet. Oh, hier sind auch noch Gräser. Ja, wilde Pokémon wieder. Bis diesmal. Oh, Bonchon. Oh, manchmal in dieser Welt ist es wie so eine Lampe. Hier ist ein Trainerin. Und wilde Pokémon. Oh, ein Traunfogil. Hier trifft es zum ersten Mal einen Typ Geist-Pokémon. Obwohl normal ist es gegen Geist, hat beim Geist keine Wirkung. Jetzt versuchen wir mit Hyperball. Ein Traunfogil! Das hätte ich nie erwartet, dass es sowas jetzt auch noch gibt. Eins, zwei, drei und... Nein! Nee, flöschen wir lieber, aber das ist Zufall und direkt hier, dass wir einen Geist-Pokémon treffen. Oh, der will wahrscheinlich kämpfen, oder? Ja, der will kämpfen. Ein Farmer. Oh, ein Voltilam. Aber der ist von Typ Elektro und da setzen wir Intensität ein. Und der haut gleich One-Hit. Ja! Der haut One-Hit rein. Was setzt der? Baumball. Ich weiß genau, dass es Baumball ist. So, Parish. Ein Feuervogel. Doch dieser Feuervogel kann auch noch weiterentwickeln. Aber das kann ein bisschen dauern. Oh, Vati. Die weiterentwickelte Form von Beutelam. Ich sollte mal diese Ameise hier, also die Feuerameise. Warte mal, ich versuch mal einen Pokémon von hier zu fangen. Damit ich das hier auch mit ins Team reinnehmen kann, weil die Ameise das... Die Ameise war schon mal ein ganz guter Team, aber man muss man auch seine Grenzen halten und dafür wieder in den NPC zu gehen. Okay, Mankey erreicht Level 25. Asrunz.
Okay. Gucken wir mal. Eine Unlichtattacke. Ah, okay. Aber wir versuchen mal den Aero-Aspekt zu machen, weil Palish hat ja schon bereits hier Aero-Ass. Und Mankey entwickelt sich immer noch nicht. Oh, hier ist ein kleines Mädchen. Okay, ich könnte mal hier die von Level 25er Voltilam fangen. So, setzen wir Slash ein. Oh, Statik. Statik ist die. Ist die Fähigkeit und das genau wollte ich das eins fangen. Weil das ist nämlich auch eine sehr gute. Also eine sehr gute Fähigkeit. Und andere Gegner hier durch. Wenn einer mich hier mit einem Schlag schlägt, wird er noch paralysiert. So. Du kommst mit in meinem Team. Mein Level 25er. Voltilam. Und gefangen. Toll. Wunderbärchen. Okay, von unten geht's natürlich wieder da lang. Oh. Aber hier ist noch ein Item. TM9 Bullet Seed. Es ist wahrscheinlich vielleicht Egelsamen. Moment. Quick Lore. Okay. Aber wir werden hier mit. Oh Gott. Ich habe jetzt fast keine Tränke mehr. So, Beleber, kriegst du Tyranno? So, und dann noch Potion für dich. So, nicht noch meinen Rucksack. Na dann, let's go. Picknickerin. Ein Arbok. Die weiterentwickelte Form von Natan. Okay, Identität. Stärke 7. Oh, Säure. Tut weh, aber ich bin vom Typ Boden. So, nochmal Intensität. Stärke 5. Das haut nicht so wirklich rein. Knirscher. Tut megamäßig weh. So wie die Intensität. Stärke 8. Das haut auch richtig um. So, was setzt die ein? Erschütern. Okay, Palish. Du bist dran. Erschütern. Was war das denn? Erschütern. Ach, die weiterentwickelte von Oaten. Dieser fliegende Lemur. Oh, Konfusion kann er auch.
aber ich verbrenne dich. Hatten fast eine halbe KP kaputt gemacht. War schon wieder konfuse. Und ist verwirrt. Na super. Und es haut sich selbst. Oh. Windschnitt. Bitte haut dich nicht selbst. Jawoll! Jawoll! Und ist besiegt. Sehr gut. Und wahrscheinlich... Na, nie wirklich. Kindmonk! Okay, wechseln wir mal. Tyranno wieder. Und dann setzen wir mal hier Intensität ein. Autsch. Quick Attack wieder. Und Flammkörper. Sehr gut. Stärke 10! Jawohl! Stärke 10! Genau das wollte ich sehen. Das wollte ich sehen. Und One-Hit. Sehr gut. Sehr gut. Was? Sie hat noch ein Pokémon? Wie viele Pokémon hat die denn? Okay, Mankey, du bist dran. Ah, schon wieder Betrohr. Langsam reicht's mit dem Betrohr. Okay, warte. Okay, die hat jetzt noch ein Pokémon. Okay, Karateschlag. Low Kick. Dann Karateschlag. Ein ganz pures Normaltyp. Das ist okay. Karateschlag bitte. Nee, ich wechsle lieber. So, Terlat. Auch, ich brauch dich kurz mal. Was war das denn? Was war das denn für eine Attacke? Okay, Draw Charm. Und besiegt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, da haben wir hier die nächste Item. Oh, da geht es Zugang wahrscheinlich. Oh, Superball. Da geht es wahrscheinlich dort schon mal in die nächste Stadt hinein, oder? Winnowill Town. Oh, die Musik ähnelt sich fast zu... Das ist... Warte mal. Die Musik ist so aus dem allerersten Pokémon-Spiel, und zwar Alabastia, der kleine Dorf. Warum finde ich hier ein Pokémon-Center? Oh, hier ist ein Item. Sonderbonbon! Was ist das denn? Was? Ah, okay. Oh, wo finde ich ein Pokémon Center?
Hier ist ein Markt, aber... Aber gibt's hier irgendwo noch so ein Pokémon-Center? Was ist das? Oh! Hier ist die nächste Arena. Die wird dann später mal kämpfen. Oh, wahrscheinlich hat er irgendwie so über Level, von Level 30er Pokémon. TM82 Schlafrede. Sleep Talk bedeutet Schlafrede. Wieso gibt's... Warte mal. Es gibt hier einen Markt, aber wieso gibt's hier kein Pokémon Center? Bin ich jetzt völlig blöd? Oh doch, hier gibt's Pokémon Center. Kokosnussmilch? Ich habe Kokosnussmilch gefunden. So, jetzt gehe ich mal kurz ins PC und wechsle mal den Pokémon. So, Voltilam, du wechselst jetzt das. Tut mir leid, Farrok. War nett mit dir zu kämpfen. Jetzt musst du jetzt viel Ruhe haben. Aber ich habe natürlich gelesen, hier bei Pokepot gibt es eine Karte. Und hier bin ich. Und hier Legend Town und hier Championship Cider. Okay. Hier gibt es hier Westhandor und hier wahrscheinlich... Hier geht es eigentlich noch weiter hier. Okay, dann sehen wir uns dann bald wieder hier im Pokémon Uranium. Hoffentlich hat euch das gefallen und wir sehen uns dann bald wieder. Macht's gut und ciao, ciao.